Der Pössl Trenta 600 ist ein neues Modell aus dem Modelljahr 2021. Wie sein großer Bruder hat er supermodernes Interieur, einen großen Durchstieg nach vorne, aber anders als der große hat er ein Heckbett quer und eine ganz neue Nasszellenlösung im neuen Modelljahr. Und wie die Details, die Maße und alles weitere zu diesem Auto aussehen, das zeige ich euch in diesem Video und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu einem der ersten Videos des Modelljahres 2021. Bevor wir uns diesem super schicken Pössl Trenta 600 zuwenden, erstmal kurz was in eigener Sache. Seit gestern hat unser Kanal 30.000 Abonnenten. Das freut mich riesig, habe ich nie mit gerechnet, als wir damit angefangen haben. Deswegen ausnahmsweise mal ein Daumen von mir für euch hoch. Wem das Video gefällt, der darf das natürlich unter diesem Video nachher auch machen. Und wenn du jetzt gerade das Video guckst und sagst, hey, 30.000 Leute haben das abonniert und ich gehöre nicht dazu, dann ist das der Zeitpunkt, wo du unten sagst Kanal abonnieren und dann mit im Team Togo dabei bist. Darauf freue ich mich schon. Aber heute geht es um den Pössl Trenta 600. Das ist wie gesagt ein komplett neues Fahrzeug. Den Trenta an sich kennt ihr ja aus dem letzten Modell ja schon. Da gab es den Trenta 640, also mit Längsbetten hinten. Und weil das Design den Menschen so gut gefallen hat, hat Pössl gesagt, okay, dann überlegen wir doch mal, wie wir weitergehen können. Und bauen noch ein kürzeres Modell mit Heckbett quer. Das heißt, der Trenta 600, so wie er hier steht, ist ganz klassisch 5,99 Meter lang. Das heißt, hier hinten der kurze Überhang. So wie wir das Auto hier sehen, steht er mit dem Maxi-Chassis da. Das haben wir schon des Öfteren thematisiert, zu erkennen an den Radläufen hinten. Und der Wagen jetzt hier hat auch die Leichtmetallfelgen, die zum Maxi-Chassis dazugehören. Das sind übrigens immer die Leichtmetallfelgen, die bei Citroën mit dabei sind. Wenn wir schon dabei sind und einmal rüberschwenken, ganz kurz da hinten, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, der rote Lastrada Avanti EB, den wir in einem der nächsten Videos auch zeigen werden, hat die neuen Fiat 16 Zoll Felgen, so wie die dort kommen. Ihr habt ja bei Pössl immer die Wahl, das Fahrzeug als Citroën oder als Fiat zu bestellen. So wie er hier steht, haben wir jetzt ein Citroën, 165 PS Maxi-Chassis, Handschaltung. Aber Preise und sowas gucken wir uns detailliert an. Die Außenfarbe ist Eisengrau Metallic. Das ist gleichbleibend, glaube ich, die meistgekaufte Farbe, die wir momentan haben, weil die sehr vieles mit sich vereint. Sie ist zum einen schick, sie ist zum anderen unauffällig und sie ist vor allem sehr, sehr dankbar. Dieses Auto hier, weil uns so ein bisschen die Zeit davon gelaufen ist, konnten wir nämlich nicht mehr richtig gut waschen und man kann eigentlich gar nicht sehen, dass der gar nicht so picobello sauber ist. Von außen ist so viel spektakulär Neues nicht mit dabei. Wir haben jetzt hier die vorgehängten Fenster. Das heißt, es gibt bei den Pössl D-Line-Fahrzeugen, wozu die Pössl Trenta gehören, ja eigentlich zwei Optionen. Einmal die vorgehängten Fenster, das sind die Serienfenster, oder wahlweise die S7-Rahmenfenster. Und ich zeige, ich mache mal ganz kurz ein Fenster hier auf, dass wir da mal schauen können. Ich komme gleich durch die Schiebetür wieder raus. Grundsätzlich ist es ja so, dass man sagt, die Rahmenfenster gelten als die besseren Fenster. Und es sind sicherlich allein schon, weil sie Aufpreis kosten, ich glaube 379 Euro jetzt im aktuellen Modelljahr, auch die etwas hochwertigeren Fenster. Was immer mal wieder als Argumentation von den Kunden genannt wird, und das finde ich gar nicht so abwegig, und deswegen solltet ihr das für eure eigene Entscheidung auch wissen, ist, dass wir bei dem vorgehängten Fenster die Situation haben, dass wir hier das Fenster ein bisschen überlappend haben. Das heißt, der Fensterausschnitt ist drin. Das heißt, wenn ich bei Regen das Fenster aufmache, habe ich immer so eine Art Mini-Markise, die davor ist. Das heißt, wenn der Regen leicht von der Seite kommt, dann ist das viel schwerer für den Regen reinzukommen. Und gerade hinten im Bettbereich kann ich eben viel mehr mit geöffneten Fenstern stehen. Und gerade auf den Hecktüren sind die Überlappungen eben noch größer. Mit den Rahmenfenstern wirkt das Fahrzeug von außen schon eine ganze Ecke schicker und eleganter, weil das alles sehr gerade und schick ist. Aber dann habe ich eben das Fenster in dem Rahmen drin. Das müsst ihr euch mal anschauen. Und dann muss jeder das für sich selber entscheiden. Bei vorgehängten Fenstern habe ich natürlich genau wie bei den Rahmenfenstern ein Verdunklungsrollo.
und auch ein Fliegengitter, dass ich natürlich mit offenen Fenstern alles stehen lassen kann. So, ich mache hier mal zu und dann würde ich vorschlagen, kommt ihr zu mir mit rein und dann schauen wir uns mal an, wie der Trenta 600 aus dem Modelljahr 21 genau aussieht. Ja, herzlich willkommen im Pössl Trenta 600. Schöner Wohn in Pösslaugen im Modelljahr 2021. Sieht exakt so aus. Was ich ganz charmant finde, wir gucken einfach mal als erstes kurz in die Pössl-Liste. Mehrausstattung Trenta, sagt es da. Wir haben ein eigenes Innendesign im Dekor Tiberino. So heißt das wohl hier oben, dieses Graue, was so sehr modern ist. Das hat so ein stoffmäßiges Gefühl. Und das Ganze abgesetzt mit, das ist kein echter Edelstahl, aber mit silberglänzenden, das wird wahrscheinlich eine Folie sein, denke ich. Und das Ganze mit den abgestimmten Sonderpolstern Paco. Das ist das hier. Klingt erstmal kompliziert, aber das, was zählt, ist ja, wie es wirkt. Und das muss ich ehrlicherweise sagen, mir persönlich gefällt das hier drin sehr gut. Es ist auf jeden Fall der modernste Stil, den Pössl seit Jahren gemacht hat. Und das ist auch konsequent durchdacht. Wir haben ganz viel Licht, wir haben ganz viel Luft mit drin. Und was den Trenta in beiden Varianten, sowohl bei 6 Meter als auch 6,40, glaube ich, vor allem gegenüber allen anderen abhebt, ist, dass wir hier den großen Durchstieg nach vorn haben. Das ist ja was, wo, das merke ich in jedem Tag mit den Kundengesprächen, wo sich einfach die Geister dran scheiden. Großzügiges Raumgefühl, wie in einem Teilintegrierten, so wie wir das hier haben. Hier ist ja normalerweise die Wand drüber oder eben das tolle Staufach oben, wo ich die Jacken, die Wolldecken, die Saunahandtücher und den ganzen Quatsch schnell verschwinden lassen kann. Was da für euch der richtige Weg ist, das muss, glaube ich, wirklich jeder für sich selber entscheiden. Ich kann euch im Prinzip nur ans Herz legen, sich mal in so ein Auto reinzusetzen und dann wirklich zu sagen, Raumgefühl, okay, was packe ich wirklich ein? Natürlich ist das ein tolles Fach da oben, aber brauche ich das wirklich oder komme ich mit dem Rest klar? Und dann hängt es auch so ein bisschen davon ab. Seid ihr so zierlich gebaut wie ich, ist das schon eine große Hilfe, wenn man freien Durchstieg nach vorne hat. Wenn man etwas schmaler ist, dann kann man eben auch wunderbar durchgehen und dann passt das auch gut. So ist es, wenn ich mich zurücklehne, einfach ein gemütliches Raumgefühl. Und was mir hier einfach auffällt, ist das Lichtkonzept im Trenta. Wir haben ja zu dem Trenta 600 schon so ein erstes Video gemacht auf der Pössl-Händlertagung. Jetzt mal den Schnelldurchlauf ohne Maße, ohne alles andere. Da haben wir uns, glaube ich, auch das Lichtkonzept etwas genauer angeschaut. Und damit ihr da nochmal einen Eindruck bekommt, weil das ist wirklich richtig cool, machen wir jetzt mal einen kurzen Flashback in die Zeit vor 3 Monaten oder 2 Monaten auf der Pössl-Händlertagung. Und Chris schneidet euch mal das Lichtkonzept vom Trenta 600 rein, damit ihr erleben könnt, wie es im Dunkeln in so einem Trenta 600 aussieht. Wir machen jetzt mal Stück für Stück das Licht an, dass man sehen kann, wie schick das ist. Wir fangen mal an mit der indirekten Beleuchtung. So haben wir, und das kann man dann schön sehen, hier der gesamte Küchenblock ist mit beleuchtet. Ihr habt schon mal in den vorderen Bereichen und in der Küche die indirekte Beleuchtung und auch hier oben dieser gesamte Baldachin mit dem Licht und auch die Ablagen in dem, ja, hat das eigentlich einen Namen, in dem ausgeschnittenen Durchgang nach vorne ist mit beleuchtet. Wer es punktuell heller haben will, hat hier natürlich eine ganz helle Beleuchtung für die Sitzgruppe. Der hat hier richtig schön helles Licht oben auf an der Decke und dann geht das hier nach hinten natürlich weiter. Auch in der Küche haben wir natürlich ein helles Arbeitslicht und man sieht doch auf den ersten Blick, wenn man sich vorstellt, draußen ist dunkel, kann man richtig gut arbeiten. Auch hinten umlaufend haben wir die ganzen, die indirekte Beleuchtung und dann haben wir die Lesespots. 1, 2,
Hier ist es tatsächlich so, sogar auf dem Fuß, am Fußende ist auch ein Platz für die Lesespots. Das heißt, wenn ihr andersrum schlafen wollt, kannst du die rausnehmen und drüben wieder reinhaken. Und dann haben wir hier in der Nasszelle, da kann man die Dachhaube nicht verdunkeln, deswegen ist jetzt ein bisschen heller, natürlich auch nochmal ein schönes Licht mit dabei. Schicke Lösung mit den ganzen Lichtern, oder? Also ich fand es da schon sehr beeindruckend. Ich gucke mir das gleich auch nochmal an und ich glaube, es war wirklich schick. Ja, grundsätzlich haben wir serienmäßig die zwei Dreipunktgurte hier in der Sitzgruppe. Den Tisch normalerweise als Tisch mit einer Ebene, das heißt das untere, was Pössl Alternativtisch nennt, ist nicht mit dabei. Seit dem letzten Modell ja hier mit dem weggeschnittenen Teil. Ich drehe euch gleich mal die Sitze, dass man sieht, was das bewirkt. Aber wenn ich den Alternativtisch dazu bestelle, dann haben wir hier eben einen relativ großen Tisch, um das mal mit konkreten Maßen zu untermauern. Von Tischplattenbeginn bis hier zum Ende der Rundung haben wir 84 cm. Hier vorne das kurze Stück vom Tisch sind ein bisschen mehr als 50. Und wenn ich so ausgeschwenkt den ganzen Tisch nehme, habe ich 1,15 Meter. Und das Ganze in der Breite knappe 55 cm, also ein amtlicher großer Tisch. Insbesondere, wenn ihr regelmäßig hier beide sitzen wollt, weil ihr vielleicht einen Fernseher habt oder weil man mal zu dritt fährt, ist es, glaube ich, wichtig, dass man den Alternativtisch hat. Den kann ich ja in verschiedene Positionen nehmen. Und nur so komme ich eben auch vom Beifahrersitz vernünftig an den Tisch ran. Ja, wenn ihr jetzt schon sagt, mir gefällt das Auto eigentlich ganz gut, aber bevor ich mich da richtig drin verliebe, wüsste ich gerne, was der Spaß denn ungefähr kostet. Ich habe mal von ganz genau diesem Fahrzeug die Konfiguration mitgebracht. Wir haben ja schon gesagt, Pössl Trenta 600 ist klar, das wisst ihr ja. Wir haben Citroën als Basisfahrzeug, aufgelastet auf Maxi-Chassis mit 165 PS in Eisengrau Metallic. Bei Pössl unumgänglich das All-In-Paket und auch solche wichtigen Dinge wie Tempomat, Traction Plus, Lederlenkrad, Radiovorbereitung, alles mit dabei. Das CP Plus Bedienteil und eine zweite Wohnraumbatterie. Also ich sag mal so ein nicht unbedingt rundum sorglos, aber eine richtig gute Basis, auf die wir jetzt, wenn wir das Auto für euch konfigurieren, gut aufbauen könnten. So wie das Auto hier steht, hat er einen Listenpreis von 50.082 Euro bei einem Grundpreis von 39.999 Euro. Immer ganz klar mit dazu gesagt, die aktuelle Preisliste von Pössl beinhaltet natürlich 16% Mehrwertsteuer. Und wenn man realistisch ist, die Autos, die wir heute bestellen, kommen im nächsten Jahr. Stand heute müssen wir davon ausgehen, dass die Mehrwertsteuer dann wieder 19% ist. Das heißt im Prinzip 3% drauf. Bei 50.000 Euro kann ich das grob im Kopf. Bei 19% Mehrwertsteuer, so wie er jetzt hier steht, 51,5. Wenn man sagt, das gefällt mir, aber ich will zum Beispiel hier oben die Ablage haben, dann müsstet ihr euch den Pössl Twin S mal anschauen. Der hat nämlich das gleiche Grundprinzip, ist preislich ein bisschen darunter angesiedelt, hat aber vor allem das hier geschlossen und zwei verschiedene Möbelbauten. Wenn ihr sagt, das gefällt mir, aber ich hätte gerne Längsbetten, ist es der Trenta 600. Und wenn ihr sagt, was gibt es denn eigentlich von den anderen Marken für Alternativen, dann glaube ich, wenn einem der Trenta gefällt, ist man vielleicht am ehesten bei Westfalia mit dem Columbus 600, 601 zu Hause. Da kann ich im neuen Modell ja auch mit dem Skyroof hier oben alles wegbestellen. Oder von Lastrada den Avanti L oder XL. Gerade zum Avanti XL kommt demnächst auch nochmal ein Video. Also wie gesagt, einfach dranbleiben und euch die Videos anschauen. 6 Meter habt ihr leider die Qual der Wahl und da muss man wirklich ein bisschen gucken, was gefällt euch denn richtig gut. Und was hier gut gefällt, das schauen wir uns jetzt mal hinten an. Ich bewaffne mich mal mit Maßband und Lasermesser und dann gucken wir mal, wie es im hinteren Teil und in der Küche vom Trenta 600 so aussieht. Machen wir noch das Maß hier? Wir machen das Maß hier auf jeden Fall. Ach ja, natürlich, wir machen das Maß. Meint wir? Natürlich, wir haben unser B-Säulen-Nasszellen-Referenzmaß. Wir haben hier direkt an dem Punkt 1,18 Meter. Und damit das noch ein bisschen aussagekräftiger ist, haben wir uns entschieden, hier unten das einfach nochmal den quasi Punkt, wo die Sitzlehne am weitesten reinkommt, mit reinzunehmen. Da haben wir, ja, je nachdem, wie du es drüben reindrückst, so 96 cm, glaube ich, ist auf jeden Fall richtig. Das heißt, eine ganz klassische Sitzgruppe im 6-Meter-Bereich. Und die Maße hinten schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Wenn man sich den Küchenblock des Pössl Trenta anschaut, dann fällt einem auf, dass der Einstieg hier relativ breit ist. Wir haben hier im Durchstieg etwas mehr als 80 cm. Das dürfte im Kastenwagensegment mit den Küchenblöcken hier eine der größten Varianten sein. Serienmäßig haben wir natürlich die Fliegengittertür mit dabei. Und was man immer wieder vergisst zu sagen, was ja eine Pössl
ja mehr oder weniger Monopolstellung ist, ist mit der Zuziehhilfe. Das heißt, wenn ihr die Tür schließt, kann man die ganz leise schließen. Und dann zieht sich die Tür schön ran und ist freundschaftsfördernd auf dem Stellplatz. Der zweite tolle Effekt von dem breiten Einstieg ist, dass ich super gut an den Kühlschrank rankomme. Wir haben hier einen Kompressorkühlschrank, das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Und das Tolle hier ist, der Kühlschrank ist beidseitig angeschlagen. Das heißt, wenn ihr von draußen Durst oder Hunger habt, geht ihr von der Seite ran, von innen von der anderen Seite. Und dann kann ich eben auch, ich meine, ihr wisst, wie groß und schwer ich bin, ich kann mich hier mega komfortabel reinstellen. Was mir immer wieder auffällt, total praktisch ist, dass wenn man an den Kühlschrank von außen kommt, gerade wenn man vom Einkaufen zurückkommt und einfach draußen direkt aus dem Einkaufswagen die Sachen in den Kühlschrank reinpacken kann. Der Kühlschrank hat, das ist, glaube ich, mehr oder weniger Stand der Technik inzwischen, so eine Silent-Funktion, das ist eine Art Nachtabsenkung, damit der Kompressorkühlschrank, der ja sowieso ein bisschen mehr Geräusche macht als der Absorber, nachts weniger an- und ausgeht. Hier im Hellen, das habt ihr eben beim Lichtkonzept gesehen, fällt es nicht so auf, aber wir haben umlaufend die Küchenzeile und dann durch den großen Einstieg natürlich obendrauf eine etwas schmalere oder kürzere Küchenzeile. Insgesamt von ganz vorne bis ganz hinten haben wir hier ja, 1,215. Das Ganze in der Tiefe 49,5 cm. Hier eine kleine Arbeitsfläche, damit man eine Referenz hat, knapp 25 cm. Und dann hier die große Spüle. Die ist nicht so ultra tief, hat aber mit 27 x 35 ein schön großes Maß. Und links daneben den echten Zweiflammkocher. Natürlich auch wieder mit der elektronischen Zündung mit dabei. Ja, wie ist der Küchenblock sonst aufgeteilt? Hier im vorderen Bereich haben wir im Prinzip ja den Kühlschrank drin, deswegen von hier keine Schubladen. Dadurch aber auch die perfekte Möglichkeit, diese klassische Mülltüte aus dem Pössl-Segment mit anzubringen. Das machen wir, haben wir jetzt bei ein paar Fahrzeugen gemacht. Und dann haben wir hier die Schubladen. Das sind echte Vollauszüge, da komme ich richtig gut dran. Das ist übrigens das Teil fürs dritte Bett, was ich vorne bauen kann. Hier die zweite Schublade. Und ganz unten, da muss ich meine Füße wegnehmen, noch eine dritte Schublade. Und dann haben wir ja durch das super schöne Raumgefühl hier kein Schrankelement. Und damit das Fahrzeug trotzdem eine Art Kleiderschrank hat, haben wir hier nochmal die Möglichkeit, Schrank zu nutzen. Und nö, der hat keine Kleiderstange drin. Aber wer hier Kleider reinhängen wollen würde, dem machen wir gerne eine Kleiderstange hin. In der Praxis ist bei den anderen Autos sowieso meistens so, dass wir die Kleiderstange rausnehmen und Böden reinmachen. Deswegen hat Pössl wahrscheinlich gedacht, machen wir gleich Böden rein und verzichten auf die Kleiderstange. Ja, oben drüber, auch zur Küche gehörend, alles grifflos. Das heißt, ihr habt hier eine schön einheitliche Optik. Die Entriegelung ist einfach, aber effizient einfach. Da unten drunter haben wir den großen Schrank. Hier muss man sicherlich noch mal ein bisschen Unterteilung für sich selber reinmachen, dass die Sachen nicht hin und her rutschen. Aber wenn kein Mittelsteg da ist, kann ich es mir eben aufteilen, wie ich das brauche. Und auch hier umlaufend bis ganz hinten und rum die wunderschöne Beleuchtung mit dabei. Gegenüber von der Küchenzeile haben wir die Nasszelle. Zum einen haben wir, und das ist, glaube ich, die einzige Änderung, die wir im Modelljahr 2021 gegenüber dem letzten Jahr haben, jetzt eine Schiebetür. Das war letztes Jahr noch eine Lamellentür. Das heißt, so kann ich das hier zumachen und kann die Tür vor allem im Alltag hier einfach zur Seite machen, ordentlich festmachen und habe dadurch, wenn ich mich in der Küche bewege, immer die Möglichkeit, mal den Hintern da reinzustecken und habe einfach auch hier, ich kann nahezu breit da reingehen, das wunderbar mit benutzen. Schickes kleines Waschbecken mit dabei, Duscharmatur hier zum Rausziehen, wie man das von Pössl kennt. Die normale Tedford-Toilette und was ich ganz charmant und witzig finde, wenn wir hier einen Blick reinwerfen, einfach aber effizient, hier in das Gitter könnt ihr das Klopapier legen. Hier ist ein kleiner Schlitz drin, dass man da draußen so ein Abreißding hat, wie so ein Toilettenpapierspender. Da kriege ich natürlich auch noch Handtücher und alles Mögliche mit rein. Und so habe ich, wenn ich wirklich mal im Auto dusche, das Toilettenpapier immer im trockenen Bereich. Wenn ich wirklich im Auto dusche, brauche ich hier natürlich den Duschvorhang. Da sieht man ja oben schon die Schienen. Und was ich ganz cool finde, ist, dass wir sowohl Fenster haben als auch Dachhaube. Das heißt, ich bringe die schlechte Luft oder auch die hohe Luftfeuchtigkeit hier wunderbar raus. Und wem das nicht reicht, dem bauen wir noch eine Sogtoilettenentlüftung mit an.
Stauraum ist natürlich auch da. Hier hinter diesem Spiegel haben wir ein schönes Regal versteckt. Kann ja auch tagsüber nichts rausfallen. Dass man da ist eine schöne Rüttelkante, das denke ich passt auch ganz gut. Ansonsten haben wir aber hier tatsächlich keinen weiteren Stauraum, wenn ich das richtig sehe. Und wir müssen rausfinden, wo unser Duschvorhang ist. Der gehört nämlich eigentlich dahin. Ja, das ist die Nasszelle. Im Kastenwagen ja nie riesengroß, aber ich mit meinen 1,92 habe jetzt noch Schuhe an, keine riesen hohen Sohlen und stehe auf dem Teppich. Also ich könnte mir vorstellen, hier zu duschen. Ich habe Armfreiheit und wenn die Tür zu ist, dann passt das, denke ich, auf jeden Fall. Und sitzen kann ich, glaube ich, auch ganz gut. Boah, wenn ich mich hier drauf setze, passt das. Also viel mehr Beinfreiheit kann man nach vorne im Kastenwagen nicht haben. Und ob ich genauso gut im Bett liegen kann, wie ich auf Klo sitzen kann, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Bevor ich mich ins Bett lege, noch zwei Kleinigkeiten, die nicht vergessen werden sollten. Zum einen hier der Blick in das Staufach. Dahinter haben wir die Heizung mit drin. Hier vorne noch ein bisschen Stauraum, das ist das Frostschutzventil und der FI-Schutzschalter, also quasi die Hauptsicherung, wenn ihr auf dem Campingplatz seid. Aber zumindest ein kleines Fach, wo man mal eben gut rankommt. Und ganz wichtig, Bewegungsfreiheit hier und Stehhöhe. Wir haben hier im Mittelgang, das haben wir, 1,89,8. Das heißt, wenn ich eine normale Haltung annehme, wird es etwas knapp, aber so fühle ich mich wohl, zumal ich mich auch wieder mal frei bewegen kann. Und in der Nasszelle durch die Duschwanne ist das ein bisschen weniger. Was haben wir hier? Hier 1,87,3. Also beides, denke ich, normale, gute Maße, nichts für Riesen, aber auf jeden Fall so, dass man sich vernünftig bewegen kann. Ich räume jetzt mal das Bett frei, nehme den Lasermesser mit, hoffentlich Socken ohne Löcher an. Hier in der Tür habe ich, nicht in der Tür, habe ich eine Aufstiegshilfe fürs Bett. Die brauche ich nur eher nicht, bin ich groß genug, kann mich aber so entspannt draufsetzen. Damit das alles schön sauber bleibt, haben wir die Folien draufgelassen. Ja, also für mich alleine ist auf jeden Fall schon mal groß genug. Nein, gut. Ja, riecht schön nach der Folie, ne? Aber dafür ist da drunter eine... Das ist meine erdene Socke. Ach so. ich habe hier oben das Midi-Hiki mit dabei, 40x40. Da können wir dann schon mal alles abziehen lassen hier. Nach oben und so wie das Auto jetzt hier ist, ist es serienmäßig. Beim Trenta 640 letztes Jahr hatten wir ja die Situation, dass wir hier die Bullaugenfenster hatten. Die hat der Trenta 600 nicht, damit die Schiebetür weiter aufgehen kann. Ja, wir haben das Fenster hier an der Seite, das ist serienmäßig. Wir haben die beiden Fenster in den Hecktüren. Und ich glaube, damit wir hier vernünftig messen können, gehen wir jetzt einfach mal nach hinten rum, gucken von hinten rein. Und nehmen dann mal genau Maß, wie groß das Bett wirklich ist. Auch von hinten braucht der Blick sich vor nichts zu verstecken. Was auch hier wieder auffällt, ist echt der großzügige Blick nach vorne. Und wie gesagt, wenn euch das gefällt, schaut euch mal das Video zum Puzzle Twin S Plus an. Das ist das gleiche Konzept als Twin Plus. Ja, von hinten, das haben wir eben vergessen, ist hier vorne der seitliche Schrank. Das ist der Schrank, der hinter dem Spiegel in der Nasszelle ist. Aber damit der Raum nicht verloren geht, ist hier von der Seite ein bisschen auch offene Ablage mit dabei. Was haben wir für Bettenmaße? Ich mache mal hier die Tür kurz ran, dass wir realistisches Maß haben. Hier haben wir 0,0. Das ist falsch. 1,42 in dem Bereich. Und hier vorne 1,56. Das ist sehr groß. Aber es wirkte eben, als ich drauf lag, auch sehr groß. Ja, 1,559. Also ein ernsthaft, ernstzunehmendes, großes Doppelbett. Das ist ein bisschen mehr, als ich erwartet hatte. Müssen wir gleich nochmal im Prospekt gucken, ob das mit den Prospektmaßen übereinstimmt. Und von der Länge haben wir die normale Ducato bzw. Citroën Jumper Liegelänge. Hier von links nach rechts gemessen 1,95,4. Also ein amtliches Bett, wo man als großer Mensch auch liegen kann. Was Pössl ganz geschickt macht, wir haben hier immer den Ausschnitt oder bei den meisten Modellen den Ausschnitt in einer Matratze, dass man hier reingreifen kann und die Tür von innen entriegeln kann, dass wenn ihr auf dem Bett liegt, diese romantische Idee am See zu stehen, nach hinten zu öffnen, die Nachbarn links und rechts nicht zu sehen und einfach aufzumachen und aufs Meer zu gucken, gucken, ob die Wellen da sind, ob der Wind gut ist und sich dann zu überlegen, ob man die Tür wieder zumacht, die Augen wieder zumacht oder aufsteht und den Tag begrüßt. Unter dem tollen Bett
Zum einen haben wir hier, was ich ganz gut finde, den Gaskasten nach hinten geöffnet. Das ist sicherlich ein großer Vorteil gegenüber vielen anderen Fahrzeugen. Aber um auch da vielleicht ein bisschen Druck aus der Diskussion zu nehmen, es gibt immer wieder Leute, die unter die Videos schreiben, das ist auf gar keinen Fall akzeptabel, dass ein Gaskasten da ist. Das hat ehrlicherweise auch Vorteile, weil dann der Gaskasten schmaler ist. Und wenn ihr eine Duo-Control oder sowas bestellt, wo ein Crash-Sensor und eine Schlauchbruchsicherung mit drin ist, dann muss man so selten an den Gaskasten ran, dass das, glaube ich, vollkommen in Ordnung ist, auch mal von da ran zu gehen. Das ist sicherlich schöner von hier, aber wenn es von der Seite ist, ist das auch kein K.O.-Kriterium für ein Auto. Wir haben jetzt hier die Matratzenteile für das Zusatzbett vorne noch mit drin. Das Holz gehört auch zu dem Zusatzbett vorne. Da vorne hätten wir noch einen großen Stauraum, der hinter dem ganzen Gaskasten die Ecke für euch frei hält. Und hier auf der Seite haben wir den Frischwassertank dahinter. Vom Raum einmal die Höhe gemessen. Hier bis nur zur Unterkante, also ich sag mal die Einfuhrhöhe ist 73,2. Hinter diesem Querbalken vom Lattenrost haben wir 77 cm und von der Tiefe haben wir hier auf der kürzeren Seite 1,36 und hier etwas über 1,50. 1,53 ist das jetzt gemessen, aber es mag ein Zentimeter mehr oder weniger sein. Also ist ein großer Stauraum mit einem Lattenrost hier in der Mitte. Es gibt ja wahlweise die normale Matratze oder die Kaltschaummatratze. Also viele, viele schöne Sachen. Ja. Das ist unser erstes Video mit 30.000 Abonnenten gewesen. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt bis zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, der Trenta 600 hat euch gut gefallen. Und ich hoffe, dass wir alle gemeinsam im nächsten Jahr genauso viel Freude an den Videos haben. Mir macht das gleichbleibend noch Spaß. Ich würde mich weiterhin freuen, wenn ihr Anregungen, Ideen unten einfach in die Kommentare reinschreibt. Auch wenn wir es nicht immer schaffen, auf alles zu antworten. Wir nehmen das zur Kenntnis. Aber wir haben halt auch relativ viel im Alltag um die Ohren und ich versuche so viele Kommentare wie möglich mit zu beantworten. Manchmal fehlt uns aber einfach die Rückmeldung vom Werk und einiges kann ich einfach auch nicht beantworten. Aber da, wo ich kann, glaube ich, kommen wir der Idee meistens nach. Ja, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit den Videos und wir sehen uns dann demnächst im nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin.